Und die Bremse schleift jetzt die ganze Zeit. Oh, mal so eine kleine Fährfahrt hier. Ja, jetzt wird noch 3-4 Stunden Happy Hour gemacht. So, Leute. 17, 38 und 39 und wir schaffen es jetzt nach Kiel. Wir haben noch gute 5,5, 6 Stunden Fahrt, kleine Fahrzeit auf dem Tacho. Also, ja, bis die Brettern, ab geht's, würde ich sagen. Auto ist gepackt. Die Crosser sind dabei. Tassen sind gepackt. Und drin. Ja. Verpflegung, Trinken, eine Pumpe. Werkzeug, Helm, alles, was man so braucht. Was zu essen, Verpflegung wichtig. Und Krombacher Spezi, mal gucken, was die kann. Ja, und dann geht's ab nach Kiel, Leute. War jetzt ein harter Tag noch. Generell, die Woche war jetzt relativ hart. Aber wenn man so gar keine Pause hat vor einem Rennen, ist ja kein Rennen, aber vor einem Event irgendwie, dann ist es schon irgendwie stressig, wenn man halt eine lange Anreise hat. Aber gut, jetzt auf die Autobahn, morgen geht es um 11 Uhr los, also auch alles entspannt. Können wir uns da auch noch entspannt was zu essen machen, wenn wir da ankommen oder was holen vielmehr. Ich glaube, wir kommen erst so um 11, 12 an. Ja, und dann morgen Frühstück und dann ein bisschen Spaß haben, ein bisschen graveln. Habe ich auf jeden Fall Bock. Gestern war ein bisschen stressig, Anreise, Auto gefahren, also hier nur ganz kurz schnell durchlaufen, Auto war gepackt. Und hier sind wir in Kiel angekommen, jetzt schon am Samstag. Wir haben 8 Uhr, 9 Uhr geht's los am Eventgelände bei Matschfuß, Gravel, und ich zeige euch mal ganz kurz hier die Bude, die wir für das Wochenende gebucht haben, eigentlich richtig geil. Hier ist das Bad. Hier haben wir eine Abstellkammer. Und eine richtig nice Küche. Perfekt, dass man hier auch ein bisschen was selber kochen kann. Frühstück ist schon am Start. Kaffee auch. Das werden wir uns jetzt erstmal reinziehen. Und dann noch kurz ins Schlaf-/Fahrradzimmer. Sehr gemütlich, wirklich sehr, sehr schön. Kiel generell, alles, was wir bis jetzt gesehen haben, wunderschön. Und ja, mal gucken, was wir jetzt machen, was wir anziehen. Es ist gar nicht mal so warm. Also Fahrrad ist klar, das kennt ihr aus dem letzten Video. Und Klamotten, ja, ich denke Langarm auch, ja, ich denke lange Hose auch. Weste nehme ich auch mit. Ich glaube, Regenjacke brauchen wir nicht mitnehmen. Ich schaue nochmal auf den Wetterbericht. Aber ja, es wird eher eine kühle Fahrt, deshalb alles lang ausgestattet. Fahrrad, ja, ist ein bisschen schnell abgetan. Das Canyon Inflight. Habe ich letzte Woche auf Tubeless umgerüstet, zumindest hinten. Vorne ist noch ein Schlauch drin, weil ich es nicht aufgepumpt bekommen habe. Das linke ist mir, das rechte meiner Freundin. Ja, die Strecken sind runtergeladen bei Komoot. Mal gucken, vielleicht packen wir noch hier eine Lenkertasche dran. Sieht nicht so mega schick aus, aber gibt halt Möglichkeiten, um noch mal ein bisschen mehr Sachen zu verstauen. Vielleicht die Kamera mitzunehmen. Wenn nicht, muss ich euch mit einer kompakteren Kamera filmen. Und jetzt können wir erstmal essen und dann sehen wir uns gleich auf dem Rad. So, wie ihr seht, ist das Fahrrad wie geleckt und race ready. Das ist natürlich wieder optimal. So, 2 Stunden bevor das Event losgeht, schleift die Bremse. Beziehungsweise, nee, die schleift schon die ganze Zeit. Wir haben letztes Wochenende mit einem Kumpel da ein bisschen Trails gehackt, wo ihr auch beim Video mit dabei wart. Ja, und das hat wohl mehr reingescheppert als gedacht. Und die Bremse schleift jetzt die ganze Zeit. Also so sollte das Rad sich nicht drehen, sondern schon ein bisschen mehr. Das muss ich jetzt nochmal kurz einstellen. Ein bisschen Fummelarbeit immer, finde ich, aber das passt. Aber das soll in Zukunft nicht mehr passieren, deswegen gibt es da vielleicht bald auch ein Update, fahrradtechnisch, dass da auch wieder ein bisschen mehr im Wald gefahren werden kann. Das bin ich nämlich früher, also meine ganze Jugend habe ich gefühlt im Wald verbracht. Und ja, mittlerweile, dadurch, dass ich dann nur noch Rennrad gefahren bin, beziehungsweise Zeitrad, habe ich da halt gar keinen Fokus mehr drauf gelegt, aber habe jetzt wieder gemerkt, dass es schon mega viel Spaß macht. Und ja, gucken, was so in der Zukunft gibt.
and I could spend it as I see fit, I would travel for a year. I would take all of the pressure off of my shoulders. Got time, I make good meals. Go ride, I take two wheels. Come bring you that good feel. I don't have trouble keeping days full. Wir haben es aufs Gelände geschafft. Hannes und Lasse sind stark beschäftigt, versuchen die gleich mal vor die Kamera zu bekommen. Aber hier ist schon mal mega geil. Also das Eventgelände, hier bei der Lille Brauerei, Lille, ist schon echt mega cool. Ja, irgendwie richtig, richtig geiler Vibe. Und ja, eigentlich nur noch gehypt, ein bisschen zu fahren. Sieht mega entspannt aus, mega cooles Event. Also hat schon was, muss man ehrlich mal sagen. So das, was sonst bei so sportlich kompetitiven Veranstaltungen fehlt, ist hier einfach übelst da. Aber trotzdem ist gleich mal Bock, eine richtig große Runde rollen zu gehen. Ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Ist schon ganz schön kalt. Ich habe noch eine Jacke drüber, aber es wird. Und dann gucken wir uns gleich nochmal das Race-Briefing an. Das startet um 10.30 Uhr und um 11 Uhr ist Startschuss. Also noch ein bisschen was zischen und wir sehen uns. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder den Weg hierher gefunden habt in die Lille-Brauerei. Und auch herzlich willkommen an alle Neuen, die noch gut dabei waren. Even on a minimum, I innovate. I can fit a lot in a long day. Put me on a minute, let me demonstrate. I only keep time when it's on. Wir sind jetzt bei Kilometer 25 oder so. Lass mich kurz nachschauen. 31 sogar schon. Ich habe gerade einen kleinen Ausreißversuch gewagt. Nee, ich bin gerade ein bisschen vorgefahren auf dem Feldweg, weil es mir mit dem Cyclocross ein bisschen hart war. Konnte ich im Stehen ein bisschen mehr Komfort haben. Und gerade bin ich im Niemalsland. Das Navi sagt mir, dass ich richtig bin, aber vorhin hinter mir ist niemand mehr. Meine Freundin ist auch weg. Ich bin auch nicht weg. So allein war ich dann aber nicht mehr hier am Meer. Konnte ich leider nicht so viel filmen, weil es mega sandig war und dementsprechend hat sich auch alles zusammengeschoben. Und viel ging dann hier über so Single-Trail-Waldwege. Das hat echt Spaß gemacht. Da konnte man schon gut schnell fahren. Musste nicht so mega auf den Untergrund achten. Da war, glaube ich, für jeden was dabei. Und dann wurde hier nochmal ein paar Meter gemacht auf den Feldwegen. Da ging es dann, ja, schon nochmal eine Ecke flotter. Aber das war nicht die ganze Zeit so. Man sieht es gleich. Wir befinden uns hier am letzten Anstieg von Everest. Danke, Hannes. Danke, Lasse. Also es waren echt ein paar technische Passagen dabei, fand ich aber mega gut und es war eine richtig, richtig geile Mischung. Ein paar Mal musste man absteigen, weil es so ein bisschen rückgestaut hat, aber hey, es war ja auch kein Rennen, deswegen, ja, wie man hier sieht, war es echt trotzdem richtig gut zu fahren. Das war jetzt hier so Kategorie mittelschwer, würde ich sagen. Also man kommt hier auch, wie man sieht, ganz gut einhändig durch und es gab definitiv auch Passagen, wo ich nicht filmen konnte. Da war es dann auch sehr technisch, aber auch langsam, sodass eigentlich nicht viel passieren konnte und man einfach viel Technik lernen konnte. Vielleicht auch für Leute, die eher auf dem Rennrad sitzen und nicht so viel graveln. Echt top. Und hier sind wir dann bei Kilometer 60. Erste Verpflegung. Wir sind an der ersten versteckten Verpflegungsstation. Sollte versteckt sein, aber es gibt Würstchen und Bier, also halten alle. Und in 15 Kilometer kommt schon der nächste Checkpoint. Bis jetzt läuft alles rund. Beine sind noch gut. Trotz Offseason oder vielleicht auch gerade deswegen. Also alles fit und gleich geht's weiter. Weiter ging's dann mit Bratwurst im Bauch und das war gar nicht mal so einfach. Hier sieht man wieder diese lockeren Single Trails, die waren wirklich schön zu fahren, aber dann wurde es hier auch gleich mal hart und da ja, hat die Bratwurst nicht unbedingt geholfen. Man sieht ja, hier schieben einige hoch. Es war wirklich nur der eine, also sehr, sehr vereinzelt sind Leute hochgefahren. Da musste man auch die ordentliche Übersetzung mitbringen. Danach ging es aber auch nach 15 Kilometern wieder an die nächste Verpflegung. Man sieht, hier gibt es ordentlich Auswahl, war für jeden was dabei. Richtig, richtig gut. Verschiedene Kuchen, also echt, wie gesagt, geil organisiertes Event. Wir sind jetzt an der zweiten Verpflegungsstation angekommen. Es gibt Kuchen, Kaffee, alles Mögliche zu essen. Wirklich brutal. Der Zitronenkuchen ist allererste Sahne. Richtig krass. Ja, und gleich geht es direkt mal weiter. Es hat gerade kurz angefangen zu regnen. Zum Glück hat es gleich wieder aufgehört und jetzt geht es auf die letzten 30 Kilometer oder 40, irgendwie sowas um den Dreh. Noch alles frisch, tatsächlich ein bisschen verwundert. Aber ja, wir haben die ganze Zeit schon Zug auf der Kette, aber nicht zu krass. Ein bisschen unrhythmisch halt, Gravel durch den Wald hoch und runter. Macht aber geisteskrank Spaß. Also wirklich sehr, sehr geile Tour und mega organisiert. Wir sind wieder fahren, haben wir schon über 75 Kilometer auf der Uhr. Die Verpflegung war bei 75. Es nieselt ein bisschen und es ist arschkalt. Aber jetzt ein bisschen einfahren, nochmal nach dem Essen verdauen. Dann ein bisschen ballern, damit es wieder warm wird. Und dann sind wir noch so 40 Kilometer ungefähr entfernt vom Ziel. Und dann gibt es Bierchen.
Und dann wurde das Wetter auch nochmal ein bisschen wechselhaft. Ja, das Wetter im Norden, ich hätte damit gerechnet, aber dass es die ganze Zeit schwankt, hätte ich nicht gedacht. Hier ein bisschen Regen, kommt mir ganz gut. Ich mag den Regen eigentlich, da weiß ich nicht, da fühle ich mich eigentlich immer besser, als wenn die Sonne scheint, muss ich ehrlich sagen, auf dem Rad. Und die Aussicht hier war auch echt mega. Also hat trotzdem Spaß gemacht, da war es auch nicht mehr kalt, wenn man warm gefahren ist. Hat es echt in allen Bedingungen richtig Spaß gemacht. Und dann war es auch wieder Sonnenschein, also es war wirklich von jetzt auf gleich. Und wir sind hier auf eine Fähre gegangen, das war irgendwie auch special. Also so eine Tour einfach mit einer Fährfahrt nochmal auflockern, macht einfach was Besonderes, bleibt in Erinnerung und ist einfach eine coole Sache, eine coole Idee oder eine coole Gegebenheit einfach. Oh, mal ist so eine kleine Fährfahrt hier, ich weiß nicht, ob man mich hört. Aber es ist eine gute Radtour, gehört aber eine gute Fährfahrt. Entspannt die Stimmung ein bisschen, oder die Leistung. Gleich geht's weiterrollen. Jetzt wirklich nur noch Richtung Heimat, die schnellen Straßen oder diese Doppelwege hier, das ist viel zusammengefahren worden und jeder wollte nur noch nach Hause. Ja, einfach ein bisschen ballern, war noch mal ein bisschen technisch zwischendurch, aber erstmal ein bisschen Kilometer machen. Wir sind bei Kilometer 101, 100 haben wir gerade verpasst. Jetzt sind es noch 13 Kilometer Richtung Heimat, was Richtung Brauerei. Und ja, irgendwie den Tag gut überstanden, muss ich sagen. Gefühlt noch gar nicht platt, vielleicht kommt es dann nachher. Aber ich freue mich jetzt schon auf kaltes Bier, weil der Hintern tut schon ein bisschen weh. Aber das war mit die längste, oder wahrscheinlich die längste Gravel-Tour, die ich je gemacht habe. Und auch jetzt, also wir sind 4 Stunden 45 unterwegs aktuell. Und es ist alles knusprig, also mega gut. Ich wollte gerade vor der Fährfahrt noch sagen, das Feld zerfährt sich gerade so ein bisschen. Ja, natürlich wieder zusammengeschoben, aber jetzt auch direkt danach wieder merkt man, vorne, die sind immer schnell weg, hinten die auch. Und ja, merkt man jetzt so das Leistungsklassen, wie man irgendwie rangeht. Manche racen, sage ich mal in Anführungszeichen, glaube ich schon ein bisschen, ballert halt vorne ein bisschen, macht ja auch Bock. Manche machen es eher gemütlich und so, ja, zieht es hinten raus ein bisschen auseinander. Zwar am Anfang fand ich es ein bisschen schöner sogar, aber was willst du machen, sind halt 114 Kilometer. Aber geil organisiert und ey, echt top, muss ich sagen. Macht richtig Spaß. Ich freue mich jetzt wirklich auf Bierchen und zusammensitzen in der Brauerei. Mal gucken, wie das, oder ich glaube, wir sind noch da. Ich weiß gar nicht genau. Rechts. Und ja, mal gucken, wie sich der Nachmittag noch entwickelt. Vielleicht eine Pizza bestellen oder so. Vielleicht gibt es da was zu essen. Werden wir sehen. Und jetzt erstmal jetzt ein paar Kilometer noch heimrollen. Hier wurde dann nochmal echt in die Pedale getreten, da ging es eben noch ganz gut und wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. So, wir sind mit perfektem Timing hier angekommen. Ich muss gleich mal schauen, wie lange die Tour ist. Ich glaube 5 Stunden oder so sind jetzt unterwegs gewesen. Und jetzt pisst es wie aus Eimern. Ich will jetzt mal Burger oder Falafel oder sowas. Und ein Bierchen. Verdient. Ja moin, herzlich willkommen hier vom Matschfuß. Wir haben es schon ins Ziel geschafft und ich habe auch schon das erste Bier getrunken, deswegen kann ich jetzt ein bisschen locker reden. Ich bin auch, lass es ein bisschen größer als ich. Ja, auf jeden Fall erstmal Props an das geile Event, das hat richtig Bock gemacht. Gerne. Wirklich geil. Ja, ich wollte irgendwas fragen, hab tatsächlich vergessen. Hi Hannes. Ich gebe gerade nur Props an euch, das geile Event, es war wirklich richtig, richtig gut. Danke. Ja, wir hatten vorher mal geschrieben, deshalb wollte ich euch mal mit auf die Kamera bekommen, wenn wir schon hier sind. Ja. Ja, war wirklich mega schon gut. Wieder mit mega Bier, gut. Ne? Ja, ich habe auch schon eins getrunken. Wir gehen erstmal ins Hotel, duschen jetzt und dann kommen wir mal wieder. Geht heute Abend noch was? Wir trinken jetzt hier noch ein paar Bierchen, es wird ein bisschen gefuttert, Falafel, Burger gibt es und... Ich an euch, wie lange es dauert. Ja, jetzt wird noch 3-4 Stunden Happy Hour gemacht. Ja, perfekt. Ja, Falafel hatten wir auch schon. Ja, mega. Hat echt Spaß gemacht. Also, wir sind kalt und angetrunken. Jetzt geht's nach Hause. Gibt's eine Wiederholung nächstes Jahr? Gibt's eine Wiederholung? Kommt wieder, ey. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Früher geht's los, ausverkauft, gell? Ja, ist schon ausverkauft. Für dich kann ich da noch sagen. Okay, also gut. Dann machen wir das Hotel. Bis zum nächsten Mal. Seht ihr. Tschüss. Wir sind wieder zu Hause, zurück aus Kiel und es wird Zeit, die Sache mal kurz von außen zu betrachten. Es war einfach ein richtig, richtig gutes Event, muss man einfach so sagen. Es war so viel Liebe in der ganzen Sache, in der ganzen Organisation. Man hat es gemerkt schon, als wir gekommen sind, man hat hier diese Startbänder bekommen. So ein Jutebeutel hier. Da war dann eine Trinkflasche drin, ein Schlauchschal, Sticker. Ja, irgendwie so Kleinigkeiten, die die Sache irgendwie schön gemacht haben. Als wir ins Ziel gekommen sind, gab es hier so ein Aufbügelpatch. Können wir gerne mal da lassen, wo ich den hinpacken soll. Vielleicht hat jemand eine Idee, wo man sowas gut unterbringt.
vielleicht auch sammeln kann für die nächsten Events, keine Ahnung. Und die ganzen Kleinigkeiten haben die Sache einfach so rund gemacht. Dann hat man gemerkt, dass da sehr, sehr viel Liebe und sehr viel Gedanken drin gesteckt haben, dass nicht einfach nur hingerotzt worden ist. Man hat hier auch so ein Pappding bekommen, wo die Startnummer draufgeklebt werden kann, damit es auch anständig hält. Es stand jemand daneben mit einem Seitenschneider, der direkt hier die Kabelbinder abgetrennt hat. Also es war wirklich von vorne bis hinten nie eine Situation, wo man sich gedacht hat, ich hätte jetzt mal gern das oder das, sondern es war immer jemand da, der einem das abgenommen hat. Die Location war super schön, alles, es war wirklich top. Vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, wenn wir gerade nur am Loben sind, aber das ist gar nicht gegen die Veranstaltung oder an die Veranstaltung gerichtet, sondern man hofft sich vielleicht an so einem Event ja eher mal, dass man mehr Menschlichkeit erfährt als bei einem Rennen. Bei einem 70.3 habe ich bis jetzt aber auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Klar, es ist immer wieder ein Gegeneinander, ein Reiben und auch in Erkner gab es ja so kleine Reibereien, sage ich mal, auf dem Rad, weil es halt auch einfach super eng war. Aber es ist ja trotzdem ein Miteinander und ich hatte immer sehr viel Spaß und ich habe auch einige von euch ja bei den Rennen kennengelernt. Und dementsprechend muss ich sagen, es war gar nicht so ein Unterschied. Also für mich waren 70.3 Rennen, also vielleicht habe ich Glück gehabt mit den Leuten, mit euch, die ich kennengelernt habe, aber immer genauso eine gute Erfahrung, wie es jetzt auch beim Matschfuß war. Es waren auch da so ein, zwei Situationen, wo ich mir gedacht habe, man hätte ruhig mal stehen bleiben können, wenn sich einer mal richtig in die Seite gelegt hat und mehr als, hey, alles okay bei dir und diese 2 Sekunden Zeit zu nehmen, die ich als selbstverständlich voraussetze, hat sich da irgendwie keiner genommen, um mal zu schauen, ob die Schaltung noch geht oder so. Also da war ich ein, zwei Mal so ein bisschen enttäuscht, wo ich mir dachte, ja, da hätte man ruhig mal ein bisschen Menschlichkeit walten lassen, wollte ich jetzt sagen. Das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber da die Zeit nicht gegen einen läuft, finde ich, kann man ruhig ein bisschen mehr miteinander haben. Egal. Muss auch jeder selber für sich wissen, wie er das Rennen angeht. Und das ist ja auch, viele sind ja auch bewusst alleine dahin gefahren, um da vielleicht alleine auch ein Rennen zu machen und sich da das als Herausforderung zu setzen, diese 109 Kilometer dann zu fahren. Für mich war es einfach eine schöne Tour. Wir haben da gar keinen Druck am Pedal, also doch schon Druck am Pedal, es hat Spaß gemacht, aber wir sind da an gar keine Grenzen gegangen. Und vielleicht noch zu den Daten, wo wir gerade dabei sind, weil das interessiert vielleicht doch den einen oder anderen von euch, auch wenn es an dem Tag nicht darum ging. Wir sind 5 Stunden Fahrrad gefahren mit einem 21,5er Schnitt und 111 Kilometer. Ah, es sind, glaube ich, 5 Stunden 11, ich weiß gerade gar nicht genau, oder 5 Stunden 9. 111 Kilometer, das war mit Anreise zum Eventgelände, das hat mein Garmin mitgeträgt. Also so viel zu den Daten. 150 Watt Normalize, 155 Watt Normalize. Es war halt dadurch, dass die ganze Zeit das Gravel oder die Anstiege im Wald schon echt hart waren und dann wieder Abfahrten, wo man gar nicht treten konnte, war es dann doch aber für die Muskulatur belastender. Auch wenn ich, wie gesagt, schon echt gut durchgekommen bin. Ich habe damit gerechnet, dass es härter wird, aber sowas trägt einen richtig gut und hat einfach Spaß gemacht, dann quasi eine einfache oder mental einfache lange Trainingseinheit zu fahren. Aber so viel zum Training und zu den Daten. Leute, damit war es das mit dem Video, würde ich sagen. Ich glaube, damit haben wir einen guten Abschluss und haben uns alle Seiten angeschaut. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.